Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei einem Universitätsbesuch in Moskau vor Studierenden behauptet, dass Deutschland bis heute von US-Truppen besetzt und kein unabhängiger Staat sei. Formal und juristisch befinden sich auf dem Gebiet der Bundesrepublik amerikanische Besatzungstruppen. Das ist so Fakt und dort gibt es sehr viele, sagte Putin in einem vom Staatsfernsehen gezeigten Gespräch mit einer Studentin. Das berichtet die deutsche Presseagentur. Russland und seine Führung stehen immer wieder wegen Desinformation und Lügenpropaganda international in der Kritik. Putin meinte außerdem, dass die europäischen Eliten nicht den Interessen ihrer Staaten dienten, sondern anderen. Gemeint sind die USA.